Fragt euch jetzt sicherlich drei Dinge. Erstens, wo bin ich gewesen? Zweitens, was ist da in der Ecke passiert? Und drittens, warum zum Teufel steht da ein Shaggy? Ich sollte vielleicht mit der ersten Frage beginnen. Warum habe ich keine Videos gemacht? Erstens, ich hatte Husten und war extrem krank. Falls ihr euch nicht richtig vorstellen könnt, was ich damit meine, dann schaut euch diese Vereinfachung an. Was ist los? Ich krieg kaum noch Luft. Ernsthaft jetzt? Was stehst du da so rum? Hol einen Krankenwagen. Übertreib doch nicht. Hol doch einfach, du Kabe. Jetzt erst recht nicht. Na, quart ab, wenn ich dich kriege. Was dann? Na, krieg mich nicht auf. Schrei nicht. Okay, ich saß außerdem auch noch an meinem neuen Design. Ich denke mir einfach immer, dass die Welt an vielen Stellen unnötig kompliziert ist und deshalb halte ich alles immer gern simpel. Und deshalb könnt ihr jetzt, falls ihr natürlich Bock habt und mich unterstützen wollt, simpel Hoodies, Caps und Shirts kaufen. Und mir persönlich ist am wichtigsten, dass ihr einfach eure Kombination auf Instagram teilt und mich markiert. Ich liebe das. Ich war so krank, saß am Design und das Letzte, was mich am wenigsten abgefuckt hat, aber es hat dazu beigetragen, war YouTube. Ja. YouTube regt mich auf. Regt mich eigentlich noch mehr auf als dieses Shiggy hier, wenn ich Gitarre spiele. Okay, Shiggy, ich hoffe, du bist bereit? Nein. Okay. Ich hab Nein gesagt. Halt deine dumme Fresse. Ich sing heute was von Sia für dich, okay? Warte ab, bis ich mich entwickle. Okay. Halt die Fresse! Du Hurensohn. Ich spiele nie wieder was, okay? Alles gut, alles gut! Mann, diese Schicke hat Bombe verdient! Übrigens, falls ihr wollt, dass ich mit dieser Assi-Stimme ein extra Video mache, dann lasst ein Like da. Und falls ihr wollt, dass ich mal Musik mache, vielleicht rappe oder sogar singe, wie auf Instagram, folgt mir, wenn ihr noch nicht drauf seid, dann lasst einfach einen Kommentar da. Also Assi, Like, Ding, Kommentar. Wenn ihr beides wollt, dann lasst beides da. Das alles hat mich also die letzten drei Wochen abgefuckt. Und dann denke ich mir, okay, schaue ich mir einfach mal ein paar Snaps von euch an. Ja. Danach habe ich gedacht, okay, schaue ich lieber keine Snaps von euch an. Wir YouTuber, und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, sind teilweise sehr motivationslos, teilweise sauer und abgefuckt. Und das ist nicht nur ein Gefühl von mir, auch nicht nur von Shiggy, sondern von ganz vielen Freunden, großen YouTubern, die derselben Meinung sind. Lasst es mich euch kurz erklären. Stellt euch vor, ihr arbeitet jahrelang darauf hin, immer 500.000 Klicks zu machen. Auf jedes Video. Und dann auf einmal aus dem Nichts macht ihr nur noch 200 bis 250.000 Views pro Video. Wenn es so ist, wie es bei mir ist und ein paar Freunden von mir, dass die Videos von der Qualität her besser geworden sind, vom Aufwand her, vom Unterhaltungswert, einfach viel besser. Und aus irgendeinem Grund den YouTuber nie verrät, sieht es nur noch die Hälfte, dann verliert ihr Kraft, Energie, Motivation und Lust daran. Aber als wäre das nicht genug, okay? Als wäre das nicht genug. Jetzt geht's los, jetzt geht's richtig los. Shiggy, was sagst du dazu? Du Hurensohn. Du Elender. Als wäre das nicht genug, gibt es die wunderbare Trendseite. Und es gibt einige Leute, die mir auf Twitter sagen, falls ihr mir nicht folgt, dann macht es, ich bin sehr aktiv da. Heptik, warum regst du dich überhaupt über die Trendseite auf? Du brauchst doch gar nicht raufzuklicken. Aber die Trendseite ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was YouTube jemals in 11 Jahren Existenz passieren konnte. Erstens, die meisten Videos, nicht alle, aber die meisten werden nach einem Algorithmus ausgesucht. Dieser Algorithmus ist mit einer der schlechtesten Algorithmen, der jemals in YouTube implementiert wurde. Um es kurz zu fassen, er funktioniert einfach nicht. Der Algorithmus arbeitet nicht so, dass er wirklich vorschlägt, was gerade trendet. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, was genau meinst du denn damit? So schlimm ist es doch gar nicht. Naja, vielleicht meine ich damit, dass auf der deutschen Trendseite Videos vorgeschlagen werden in einer Sprache, die in einem Land gesprochen wird, von dem ich nicht mal wusste, dass es existiert. Da werden mir Videos auf Platz 2 vorgeschlagen, die ich nicht lesen kann, weil es nicht Deutsch ist und nicht mal Englisch. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Ihr müsst wissen, die Seite entstand aus beliebt in Deutschland und wurde dann zu Trends. Das ist wirklich das, was in Deutschland gerade abgeht. Und wenn deutsche Videos vorgeschlagen werden, dann war zum Beispiel auf Platz 2 ein Video von jemandem, der in einem Videospiel eine Frau überfahren hat. Das Ganze dauert 30 Sekunden auf einem Kanal mit über 20 Abonnenten. Als es in die Trends kam, hatte es 56 Views, 0 Likes und ein Dislike. Und war auf Platz 2 der deutschen Trends. YouTube will uns sagen, dass dieses Video in Deutschland trendet. Also irgendwann, Leute, irgendwann reicht es doch. Man sagt, ja, die Kleinen sollen doch unterstützt werden. Nein, das ist ein Fehler im Algorithmus. Keiner kann mir erzählen, dass auf Platz 2 der deutschen Trends liegt. Irgendwann muss doch einfach der menschliche Verstand mal sagen, okay, jetzt haben die YouTuber recht, die Trendseite ist kaputt. Und jetzt kommt das Schlimmste von allen, das Allerschlimmste, was mich am meisten aufregt. In den Trends
sind gekaufte Videos. Ihr kennt das sicherlich, ihr guckt ein Video und oben rechts wird ein anderes Video vorgeschlagen mit so einem gelben Label, wo drauf steht Werbeanzeige. Das muss man tun, wenn jemand sich bei YouTube einkauft und möchte, dass die Videos da geschaltet werden, dann ist das komplett legal, wenn man es deklariert als Werbeanzeige. Genau das verlangt YouTube von uns YouTubern. Wenn wir ein Product Placement machen oder ein Werbevideo, dann müssen wir es im Video kennzeichnen und in der Beschreibung. Aber Google denkt sich jetzt, okay, machen wir das doch viel cleverer. Warum fügen wir nicht eine Trendseite ein, auf der die Leute denken, okay, wenn mein Video trendet, komme ich rauf. Um diese Illusion auch einigermaßen zu erhalten, werden wir einen Algorithmus installieren, der so ein bisschen okay funktioniert. Aber Big Cash machen wir jetzt durch die Leute, die sich auf die Trends kaufen. Ihr glaubt mir das nicht? Naja, die Rekruten zum Beispiel. Viele wissen, was ich damit meine, weil es jeden Tag in den Trends war. Jede einzelne Folge war jedes Mal direkt nach Upload ganz oben in den Trends. Und dann gehe ich auf Facebook und sehe, oh, dieselben Leute machen dort offiziell Werbung auf Facebook. Könnte es sein? Aber das ist doch nur eine Vermutung, dass sie sich die Trends erkauft haben? Ach nein, es ist sicherlich nur Zufall, dass sie von Tag und Sekunde 1 jeden Tag in den Trends auf Platz 1 sind. Wie kann ich nur? Der Unterschied zu den Werbeanzeigen ist, dass YouTube das nicht markiert. Um mich kurz zu fassen, YouTube arbeitet in einer Grauzone. Ob es legal oder illegal ist, weiß man nicht. Aber am Ende steht Google dahinter und dann wird es schon legal sein. Die schlimmste Sache an allem ist, dass gerade dieser Algorithmus, den alle zu knacken versuchen, so viele gute YouTuber verändert. YouTuber, die Kommentare deaktivieren, um mehr Likes zu bekommen. Oder die Likes und Dislikes deaktivieren, um mehr Kommentare zu bekommen. YouTuber, die ihre Videolänge ändern, sogar ihren Inhalt ändern. Und ich sag euch, am Ende tritt sich Google damit selbst in den Arsch. Mit diesen Trends wird es vielleicht kurzfristig viel mehr Content auf YouTube geben, weil die Leute denken, okay, ich muss viel mehr hochladen oder längere Videos. Am Ende macht Google vielleicht mehr Geld kurzfristig. Aber langfristig werden die Leute weniger hochladen. Ihr nehmt den YouTubern die Motivation. Die YouTuber, das sind keine Maschinen, das sind Menschen, die all diese Algorithmen antreiben, die ihr programmiert. Und wenn diese Menschen unglücklich sind, dann wird es definitiv mit den Zahlen bergab gehen. Ich habe nicht hochgeladen. Wer fällt mir direkt noch ein? KS hat nicht hochgeladen. Monta hat kaum hochgeladen. Viele laden wenig hoch. Und das wird langfristig schlimmer. Wisst ihr, manchmal will ich mir einfach nur noch dieses Schicksal nehmen. Schau mal, wie es euch anguckt. Tötet mich. Shiggy, würdest du uns YouTuber zwingen, dazu uns zu ändern, nur um mehr Geld zu machen? YouTube? Shiggy will uns nicht zwingend verändern. Shiggy will nicht noch mehr Umsatz machen, obwohl er Milliarden im Jahr macht. Sei wie Shiggy.